Und damit willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 mit unseren St. Louis Blues im Saisonmodus. Heute Heimspiel gegen die Minnesota Wild nach unserer neuerlichen Niederlage gegen die Ottawa Senators auswärts, wo wir leider mit 3-4 verloren haben. Heute die Wild bei uns zu Gast. Es wird nicht unbedingt gerade leichter werden als unsere letzte Aufgabe, aber wir sind natürlich motiviert. Wir wollen die Partie gewinnen nach der Niederlage zuletzt und deswegen verstecken wir uns nicht vor der Wild aus Minnesota. Sind wir also mal gespannt, die Mannen von Manny Fernandez im Kasten, die werden natürlich ordentlich was entgegenzusetzen haben, aber ich denke, das werden wir schon schaukeln. So, dann mal auf in die nächste Partie der Saison. Der Face-Off geht an uns, sehr gut, guter Auftakt ins Spiel und da schauen wir mal, was hier geht. Foster für die Wild und Minnesota kommt in die Offensive, Dimitra. Da müssen wir natürlich aufpassen. Pavel Dimitra, einer, der mit extrem viel drauf hat. Das ist natürlich eine starke Truppe. Das muss man schon sagen. Wolsten auch hier in vorderster Front. Gaberick, einer meiner Lieblingsspieler, Marion Gaberick. Aber das solltet ihr ja noch wissen vom 2008 LP mit Montreal. So, aber das nützt ja alles nichts. Roach an der Scheibe. Roach. Für unsere St. Louis Blues. Gute Gelegenheit. Aber Fernandez auch mit einer guten Parade. Und es gibt Bully. Und da war gerade Barrett Jackman im Bild mit seinen schönen Checks. So ist das richtig. Körperbetont spielen. So, der Face-Off geht an Minnesota Skula. An der Scheibe hinterm eigenen Tor durch ein Geplänkel. Wright. Und Bouchard. Wright. An der Scheibe. Wright. Will sie nicht hergeben. Jetzt sind wir dazwischen. Und gehen selber in den Angriff über Kaczaniek. Kaczaniek an der Scheibe. Aber Schuss verzogen. Schade. War eine gute Gelegenheit. Aber wir bleiben in der Offensive. Drake. Legt rüber auf Highnote. Und Highnote mit der Führung. Eiskalt gemacht. Denn Highnote mit dem 1-0 für unsere St. Louis Blues. Klasse gespielt. Und Fernandez zum ersten Mal geschlagen heute. Super. Einfach mal vors Tor gefahren, einfach mal abgedrückt und Fernandez kommt da nicht hinterher. Sehr gut, die Führung für unsere St. Louis Blues hier zu Hause. Guter Auftakt ins Spiel, noch keine 8 Minuten gespielt. Und wir führen 1-0 gegen Minnesota. Wunderbar. Läuft alles optimal bis jetzt, aber leider dauert ein Spiel auch 60 Minuten. Und es gibt jetzt erstmal ein Penalty gegen uns. Und zwar 2 Minuten. Wegen Halten gegen Mike Klumek. Müssen wir uns natürlich nochmal anschauen, was der Referee da gesehen hat. Ja gut, kann man so entscheiden. Muss nicht sein, das ist natürlich ärgerlich, gerade nachdem wir die Führung erzielt haben. Aber okay, wir stellen uns der Herausforderung und Roach und raus ist das Ding und abseits. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns jetzt nicht hier den Ausgleich fangen, sonst könnte die Partie schnell wieder in die andere Richtung laufen. Und das ist natürlich nicht in unserem Interesse, denn man haut das Ding raus, aber zu kurz. Aber wir kommen wieder in Scheibenbesitz. Und Minnesota hat seine lieben Problemchen hier, in Fahrt zu kommen. Gaberick, Walston, schöner Check, klasse, so stelle ich mir das vor. Und Dellman und das Ding ist raus. So, Fernandez an der Scheibe, was hat er vor? Macht das Spiel schnell. Wir kommen zuerst an den Puck. Können wir da vielleicht die Gelegenheit nutzen? Brewer, aber Fernandez zur Stelle. Und Brewer gleich nochmal, aber wieder Fernandez. Die beiden Schüsse nicht allzu gefährlich. Und die Uhr tickt erstmal gegen Minnesota. Das ist gut für uns. Denn noch konnte die Wild trotz Powerplay nicht so wirklich gefährlich werden. Aber da kommt Gaberick zur Gelegenheit. Und da kommt der Mitra. Und nochmal Gaberick. Und jetzt wurde es gefährlich, aber wir können uns befreien. Zum Glück, unsere Abwehr hält Stand. Und wir überstehen die Powerplay-Situation der Wild. Ohne Gegentor. Klasse gemacht. Super verteidigt. Bis hin. Und so kann es weitergehen. Minnesota kommt, aber in die Offensive aufgepasst. Gute Gelegenheit. Und Parrish, und da ist der Ausgleich. Mark Parrish. Schade. Aber jetzt sind wir gerade in so eine Phase reingeraten. Da tut Minnesota deutlich mehr fürs Spiel. Und Alex Old machtlos gegen diesen Schuss von Parrish, der da aber auch viel zu frei steht. Und den Ausgleich markiert. 1-1. Minnesota also wieder zurück im Spiel. Und alles wieder auf Anfang. So, Drake, vielleicht können wir ja aber noch vor der Drittelpause wieder zurückschlagen. Drake an der Scheibe, verliert das Ding allerdings auch gleich wieder. Highnote, schöner Check. Drake, Kaczaniek, gerade noch so von der Scheibe getrennt, aber kommt nochmal zur Gelegenheit. Kaczaniek! Aber da war noch einer am Weg.
Da wäre, denke ich, mehr drin gewesen. Oh, Mikko Koivu. Schön aus dem Weg geräumt. Herrisch wieder. Und aufgepasst. Die Wild kommt nochmal zur Chance. Und Fernandes wieder hinten. Macht das Spiel wieder schnell. Kein Freund der Spielverzögerung. Koivu. Und wir müssen nochmal aufpassen. Tupjes. Kommt die Wild hier nochmal zur großen Chance. Ja, Mikko Koivu. 2:1. 19 Minuten und 53 Sekunden gespielt im ersten Drittel und Minnesota geht in Führung. Mann, ist das bitter, kurz vor Drittelpause. Aber wie es eben so ist, der letzte Angriff ist traditionell immer nochmal richtig gefährlich und Mikko Koivu macht das 2:1 für die Minnesota Wild. Ja, 7,0 Sekunden exakt vor der Pause, das ist bitter. Aber naja, zwei Drittel haben wir noch vor uns, vielleicht können wir das ja noch kippen, ich hoffe es auf jeden Fall. Denn sonst müssten wir ja schon die zweite Niederlage in Folge einstecken. Und das ist, denke ich, nicht im Interesse unserer St. Louis Blues. Also mal schauen, was im zweiten Drittel so abgeht. Wir müssen auf jeden Fall wieder da anknüpfen, wo wir angefangen haben. Wieder hinten besser agieren, sicherer spielen und vorne die Chancen nutzen. Auch wenn wir noch nicht allzu viele hatten. So, Checkman an der Scheibe. Vielleicht ja gleich mal mit dem ersten Angriff gefährlich werden. Und genauso ist es. Doug Wade mit dem Versuch, aber Fernandes, gute Tat. Demitra, Pavel Demitra, aber Alex Old zur Stelle. Roach, Rosten holt sich das Ding. Das darf eigentlich nicht passieren. Marion Gaverick, Roach, Checkman. Natürlich aufgepasst, keine leichten Fehler da hinten drin machen. Doug Raid setzt sich da durch. Aber keiner da. Der hätte den Chuck warten müssen. So, Gaverick schön aus dem Weg geräumt. Checkman. Doug Raid wieder an der Scheibe. Und da legt er rüber, Karen! Und das war der Außenpfosten. Oh nein. Was für eine Chance. Wunderbar gespielt. Der muss rein. Ohne Wenn und Aber. Solche Chancen musst du nutzen. Denn das kann sich dann hinten ganz schnell rächen. Reitman an der Scheibe. Kaczaniek an der Scheibe. Und wir gehen wieder in die Offensive über. Bis hierhin gehört das zweite Drittel uns von den Chancen her, Drake. Mit einer guten wieder. Aber das bringt nichts. Die Chancen können sonst wie gut sein. Wenn die Dinger nicht reingehen, gehen sie nicht rein. So. Und aufgepasst. Minnesota kommt wieder zum Angriff. Rolston, Old. Reitman. Bloß raus da hinten. Heinold, der Torschütze. Und da ist Heinold zum zweiten! 2:2 und jetzt bin ich langsam drin, wie man Tore schießt. Immer schön in die Mitte fahren. Und Fernandes zum zweiten Mal faktisch auf die gleiche Art und Weise geschlagen heute. Dan Heinold mit dem zweiten Treffer, 2:2, wir kehren zurück und können ausgleichen. Und das geht, denke ich, in Ordnung. Nach dem bisherigen Verlauf des zweiten Drittels sind wir hier die bessere Mannschaft, haben deutlich mehr vom Spiel und machen den verdienten Ausgleich meiner Meinung nach und sind damit zurück im Spiel, sehr schön. Und es ist ja noch ordentlich Zeit, um hier das Spiel in die Richtung von uns zu leiten. Dopius für Minnesota, aufgepasst. Keine unnötigen Fehler jetzt da hinten drin machen. Alex Old hält erstmal Stand. Und McEmmett, einfach mal raus, das Ding. Das tut uns, denke ich, auch ganz gut. Gibt nicht mal Icing, also war noch einer dran. So, Fernandes. Bulli gibt's. Damit die Partie erst einmal unterbrochen. Gut, natürlich, komm, hab ich in Ruhe rein. So, der Face-Off geht allerdings an Minnesota. Ja, das ist auch ärgerlich, aus solchen Situationen muss man mehr machen. Da muss man einfach auch mal den Bulli gewinnen. Und dann mal aus dem Hintergrund abzuziehen. Mayers. Für unsere Blues. Osek. Ja. Direkt auf Carney aufgefahren. Und der kennt da keiner Barm. Und Pfosten. Uiuiui. Glück gehabt. Fast das 3:2 für die Wild. Jetzt ist Minnesota wieder da. Und hätte hier fast die Führung erzielt. Hatte Alex Old Glück. Den hätte er wohl nicht mehr bekommen. So. Der nächste Bulli geht aber an uns. Whiteman. Schöner Pass auf Drake. Und Drake rüber auf Heinold. Und das wäre fast der Trick gewesen. Schade, schade. Denn Heinold, der will es heute aber wissen. Mit dem Tore schießen. Nur leider klappt es hier zum dritten nicht. Aber vielleicht wird es ja noch. Jetzt gibt es erstmal Icing gegen Minnesota. Sehr gut. Und die Partie damit erstmal unterbrochen. Der nächste Face-Off. Und holen wir uns den mal. Nein, wieder nicht. Der Great kann die Bullies im gegnerischen Drittel einfach nicht gewinnen. Habe ich so den Eindruck. Walston, guter Check. Walston hält, da gibt es aber keine Strafe. Wir erinnern uns, im ersten Drittel haben wir eine Strafe dafür bekommen, fürs Halten.
Aber das ist, brauchen wir nicht zu diskutieren, immer ein bisschen willkürlich manchmal die Strafenauslegung. Wenn man ganz streng wäre, müsste man ja jeden Quark pfeifen. Rosten, Dimitra und Tkachuk passt auf. Sehr gut. Gehen wir nochmal in die Offensive über. Das zweite Drittel gleich rum. Kief Tkachuk auf Dark Raid und Fernandes hält den schönen Schuss. Und nochmal Minnesota. Und wir wollen ja nicht, dass wieder das gleiche passiert wie im ersten Drittel. Dass Minnesota kurz vorm Schluss nochmal zum Tor kommt. Aber vielleicht ja diesmal wir. Garin auf Raid. Aber das Drittel ist rum. Schade. Hat die Zeit nicht mehr gereicht. So, 2:2 nach zwei Dritteln. Wir haben also den Ausgleich geschafft. Und sind zurück im Spiel. Und alles offen. Eine sehr enge Kiste hier. Beide Seiten haben ihre Chancen. Aber ich bin positiv eingestimmt. Das wird die Partie noch für uns entscheiden können. Ein Drittel haben wir noch vor uns. Auch wenn, wir sehen es ja an den Statistiken, Minnesota mehr Chancen hat, mehr Schüsse. Aber egal. Das bedeutet natürlich, wir haben weniger Schüsse aufs Tor bis hierhin. Wir nutzen unsere Chancen effektiver aus als die Wild und das soll doch schon mal was heißen. Also, auf ins letzte Drittel. Ich hoffe, wir können die Partie noch für uns entscheiden. Eine enge Kiste gegen Minnesota. War aber ehrlich gesagt auch nicht anders zu erwarten. So, da kommen wir zur ersten Chance, Fernandes. Hält direkt, gut gemacht. Und es gibt den Bulli. Und Duck Raid, kann er ihn sich diesmal holen? Ja, na endlich. Und das ist doch mal die Gelegenheit aus der Distanz. Raid probiert's auch gleich. Schade. Fernandes mit der Parade und auch hier wieder der nächste Bulli. Manny Fernandes, stark. Der nächste Bulli geht an uns. Und wieder Raid. Schade, fehlt gar nicht so viel. Aus diesen Situationen kann man durchaus mehr machen. Garin an der Scheibe. Und das ist das 3:2. Bill Garin, Partie gedreht. Und der perfekte Start ins dritte Drittel. 3:2 für unsere St. Louis Blues. Schöner Schuss und Fernandes zum dritten Mal geschlagen heute. Wunderbar gemacht. Super Schuss von Garin. Und das alles resultiert daraus, dass wir endlich auch mal einen Bulli in der defensiven Zone der Minnesota Wild heute gewinnen. Und so kommt man eben auch mal zu Toren. Man höre und staune. Also 3:2. Aber jetzt keinen Mist machen. Da kommt nämlich Gaberick angerauscht. Aber ja, was ist los da hinten drin? Roach. Rosten, Ausgleich. Das darf echt nicht wahr sein. Gerade erzielen wir die Führung, aber dann jubeln wir wohl zu lange und Brian Rosten markiert den Ausgleich. Alex Old zum dritten Mal geschlagen, das ist aber auch extrem bitter. Mann, Mann, Mann. Und Minnesota schlägt zurück. Da haben wir jetzt schon wieder 6 Tore gesehen. Ja, typisch NHL 2007 eben. So, Drake im Angriff. Jetzt können wir keinen Erbarmen mehr. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Wrightman drüber und Minnesota kommt raus. Wright, schöner Check, super gemacht. Kaczaniek an der Scheibe für unsere Blues. High Note, der Zwei-Tore-Mann. Und vielleicht kommt er noch ein drittes hinzu. High Note gegen Fernandes, aber der Goalie hat zunächst was dagegen. Bouchard, aufgepasst, Minnesota kommt. Velieu, Velieu gegen McKee und 4:3, das gibt's doch nicht. Stefan Velieu mit der erneuten Führung für Minnesota. Jetzt geht's ja aber drunter und drüber. 4:3 für die Wild. Ja, und da muss man vielleicht Alex Old wieder die Schuld in die Schuhe schieben, aber das ist natürlich extrem bitter. Erst gehen wir hier in Führung, jetzt geraten wir in Rückstand, alles dabei. Und jetzt gilt's aufpassen, Gaberick mit dem Versuch. Dimitra, und wir kommen hinten nicht mehr raus. Jetzt aber Tkachuk, Gott sei Dank, Garin. Jetzt muss man mal wieder ein bisschen Stabilität rein hier. Garin. Legt rüber, 4:4. Dark Raid, Leute, was ist denn hier nur los? Das 8. Tor des Spiels, das 4:4. Wir schlagen erneut zurück. Mann, 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 was für eine kuriose Partie hier in St. Louis. 4:4. Das gibt's echt nicht. Die Tore fallen hier aus heiterem Himmel. Im dritten Drittel, eins nach dem anderen. Und wir sind wieder zurück. Das muss man mal sagen, Moral haben wir allerhand. Wer es schafft, wieder zurückzuschlagen nach dem erneuten Rückstand, das hat schon was. Und die Partie hat noch einiges zu bieten. Klumek! 5:4! Mike Klumek, erneute Führung für uns. Leute, das ist unfassbar. 5:4 für die St. Louis Blues hier. Die erneute Führung. Das ist ja echt unfassbar. Und wenn es jetzt nach der Statistik gehen würde, müsste Minnesota jetzt wieder ausgleichen und in Führung gehen, aber ich hoffe, das passiert nicht. Hoffentlich sind wir jetzt in der Lage, das auch mal zu verteidigen. Jetzt gibt es erstmal ein Penalty gegen die Wild. Das ist schon mal gut für uns. Orsic. Mit dem Pass auf McKee.
Mackey, Reitman. Reitman an der Scheibe. Legt ab auf Raid. Schade. Wird noch am Schuss gehindert. Und wir lassen uns natürlich Zeit. Solange wir hier diesen Penalty gegen Minnesota laufen haben, darf die Wild sowieso nicht an die Scheibe. Gut, jetzt haben wir es aber ein bisschen verpeilt und Gaverick holt sich den Puck. So, 2 Minuten gegen Pavel Dimitra, 2 Minuten für Hoher Stock. Und das schauen wir uns natürlich nochmal akribisch an. Richtige Entscheidung natürlich. Der Captain der Wild muss raus, 2 Minuten. Und das ist natürlich die gute Gelegenheit für uns, möglicherweise das 6. Tor nachzulegen. Hauptsache, wir kassieren heute wieder kein Tor in Überzahl. Raid. Dark Raid macht das stark und das erste Pfosten. Das ist echt nicht zu fassen. Unser Glück mit dem guten alten Aluminium bleibt bestehen. Und Alex Old. Fast wieder Spielverzögerung. Diese Strafe, die kein Mensch braucht. Und aufgepasst. Und Raid. Und wir können Minnesota wieder nicht von der Scheibe trennen. Gaverick. Mackey, da muss er auch mal ran. Das ist doch echt nicht zu fassen. Wir haben hier wieder defensiv mehr zu tun in Überzahl als Minnesota in Unterzahl. Right? Ich verstehe das nicht. So. Jetzt haben wir aber die Scheibe, Mann. Na, endlich. Da hat der Spuk ein Ende. Und Duck Raid völlig ausgepowert hier. Die letzten Sekunden der Powerplay-Situation. Duck Raid zögert lange. Schade. Letzte Minute des dritten Drittels läuft. Können wir hier noch nachlegen? Können wir die mögliche Vorentscheidung markieren? Ich würde es mir wünschen, aber dafür agieren wir in Powerplay einfach zu schwach und Pavel Dimitra natürlich hier fit wie ein Turnschuh. Kommt da einfach so angebraust und aufgepasst. Fernandes ist vom Eis. Und die Gelegenheit, das Empty-Net-Tor zu erzielen, ist groß. Da great. Alleine gegen alle und es gibt nochmal Penalty gegen Minnesota. Das war gegen Brian Wilson, 2 Minuten für Hoher Stock. Mann, Mann, Mann. Jetzt werde ich langsam nervös hier. Ein Herzschlagfinale. Ist das auf jeden Fall. Ja. Fernandes ist raus. Also, die Gelegenheit, den Empty Netter zu machen. Garen. Kann er ihn markieren? Nein. Wird noch gestört. Mackey. Völlig ausgepowert, die Jungs. War aber noch eine starke kämpferische Leistung. So, der Chuck jetzt nochmal aufs leere Tor. Der Chuck, na endlich. 6-4. Powerplay-Tor. Und damit dürfte die Partie doch entschieden sein. Knappe 11 Sekunden vorm Ende. Keith Tkachuk mit dem Schuss ins leere Tor. Kein großes Können mehr, aber das ist am Ende auch egal. Wir belohnen uns für extremen kämpferischen Aufwand gegen die Minnesota Wild. Und werden am Ende einen, denke ich, nicht unverdienten Heimsieg holen. Auch wenn Minnesota uns das Leben recht schwer gemacht hat. Aber wer tut das nicht? So, nochmal wir in der Offensive. Das sind jetzt ja die allerletzten Atemzüge des Spiels. Und Ralston. Und dann war's das. Und wir gewinnen mit 6-4 gegen die Minnesota Wild. Machen also die Pleite von Ottawa zuletzt vergessen. Und holen 2 wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Auch wenn die noch ein bisschen fern sind. Aber natürlich, man muss schon in die Zukunft schauen. Und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg mit unseren St. Louis Blues. So. Und da schauen wir uns noch die 3 Stars an. Star Nummer 3 heute, Dan Hynot. Mit 2 Treffern, nur Star Nummer 3. Wundert mich, was ist denn der zweite? Ja, Keith Tkachuk mit einem Treffer und einem Assist. Und der erste Star ist Bill Guerin mit einem Treffer und einem Assist. Ja, und damit geht ein wunderschönes Spiel zu Ende, wie ich finde. War sehr unterhaltsam wieder gegen die Wild aus Minnesota. Wir holen also einen wichtigen Sieg. 6-4 der Endstand, ja. Was soll man sagen? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf der German Gaming Zone, wenn es wieder heißt Let's Play NHL 2007. Also, bis dahin.